Vor einigen Jahren wurde eine düstere Legende geboren und diese Legende war eine Gefährdung für die gesamte Menschheit. Der Name dieser Gestalt lautet Siren Head und wenn ihr die Töne dieser Gestalt hört, dann werdet ihr innerlich kaputt gehen und sogar äußerlich eventuell sterben. Deswegen nehmt euch immer in Acht, denn meine Damen und Herren, diese Gestalt ist zurück und läuft jetzt immer noch draußen herum und genau diese Videos gucken wir uns heute an von Siren Head. Neue Sichtungen, neue Videos, alles dazu in diesem Video. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da schaffen wir 5000 Likes. Let's go! Hier haben wir jetzt eine Aufnahme aus Amsterdam von diesem Jahr. Und anscheinend sagt diese Aufnahme, ey, ich habe Siren Head in echt gesehen und das ist kein 0815 Pipifax wie die anderen Videos. Wir gucken mal. Wir hören das Geräusch bis jetzt nur. Ich hol schon mal die Decke. Natürlich nur, weil mir kalt ist, verdammt nochmal. Guckt mich jetzt nicht so an, Leute. Ihr habt selber eine Decke. Okay, die Warnsignale werden immer lauter und stärker. Bro, es wird immer lauter. Wo ist er? Oh mein Gott, Bro! Digga, das sieht echt aus. Junge, guck mal selbst die Beine an, wie perfekt der läuft. Bro, das, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, das sieht so echt, okay. Yo, Alter, Bro, ich weiß nicht, was das für ein... Wieso habe ich gerade so geschrien? Wo kam der Schreier? Verdammt nochmal, Marki aus der Vergangenheit, wieso schreist du so? Oder ich weiß auch nicht, Alter, der kam irgendwie so raus, Mann. Sorry, Alter, das war gar nicht geplant. Spaß, Junge, aber ich schwöre, von allen Siren Head Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, sah das, glaube ich, mit am echtesten aus oder am realsten. Also das, no joke. Stellt euch einfach vor, Siren Head gibt es in echt. Digga, stellt euch vor, Area 51, der chillt da gerade, trinkt so seine Cola und sagt, Jungs, Militär aus US, wann darf ich wieder Leute erschrecken? Yeah! Okay, Familienausflug. Oh! Broski! Fahr ihn um! Fahr ihn um! Ah, Digga, okay, gut. Die Reaction am Schluss sagt schon wieder alles aus, ne? Egal, wie gut das gemacht ist, wenn 5 Leute, die fahren auf Siren Head zu und die riesigste, gruseligste Gestalt der Welt steht vor euch und ihr macht erstmal... Digga, dann ist der Clip verdammt nochmal sowas von echt, Alter. Das ist der beste Clip, den ich je gesehen habe. Siren Head ist echt verdammt nochmal, Alter. Okay, Bro. Oh mein Gott, ist das creepy! Bro, ist das creepy! Ja, gut, da haben wir dann auch mal das Auto ins Gesicht bekommen. Also, ich meine, was war denn das für ein Auto? Ist ein schönes Auto. Ich glaube, Siren Head wollte an dieser Stelle uns einfach nur das Auto zuwerfen, damit wir das ein bisschen genauer betrachten können und eventuell für einen Kauf erwerben möchten. Ich möchte mich da bitte nochmal an den Manager hier wenden. Siren Head, könnten Sie mich bitte weiterleiten? Ich würde dieses Auto dann gerne kaufen. Achso, der Witz war scheiße. Alles klar, kein Problem. Ich tue einfach so, wie hätte ich halt keinen gemacht. Scheiß Video. Oh, okay, das nächste Video sagt, Siren Head gibt's in echt. Bro, jetzt bin ich gespannt. Also, das ist der Beleg dafür, dass es Siren Head in echt gibt. Okay, wir gucken mal. Wir sind auf Google Maps. Das ist schon mal ein guter Anfang, wenn man was in echt zeigen will. Ich hoffe, das ist jetzt kein Troller und da kommt jetzt irgendwie so ein... Ist hier so einer gleich? Schauen wir mal. Also Glorit. Ich habe jetzt nicht geguckt, in welchem Land das ist. So, wir gehen auf... Oh mein Gott, Bro. Bro, nein, sag mir nicht, das ist das, was ich denke. Bro, sag mir nicht, das ist das, was ich denke. Bro, sag mir nicht, das ist das, was ich denke! Was? Hä? Bro, okay, okay. Alles schön und gut, Mann. Siren Head hier und da. Gruselig hier und da. Erklärt mir mal bitte, wieso gibt es 1:1 dieses Rohr von Siren Head in echt riesengroß auf einem Berg? Wieso? Bro, wieso? Digga, ich mache jetzt einen kleinen Plot-Twist, so ein bisschen verrückt im Kopf. Passt auf, was, wenn Siren Head, wenn es den wirklich mal gab, da komplett abseits, wo niemand es bekommen hat, wurde der bekämpft, Mann. Da liegt jetzt immer noch dieses riesige Rohr. Und irgendwann hat jemand mal so geleakt, so eine Aufnahme von Siren Head, ja? Und alle dachten so, oh, jetzt kommt ein neuer Trend und sowas, bla und so. Und irgendwer hat dieses Monster kreiert, aber dabei gab es das schon davor und dieser Typ, der es kreiert hat, ist nur so ein Mitarbeiter vom früheren Militär oder sowas, der den bekämpft hat, Bro. Oh mein Gott, ich sollte eindeutig einen Kinofilm machen. Ich bin Regisseur ab jetzt. Oh nein, Digga, das gefällt mir schon mal gar nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Wir sind in einem Wald. Oh, das gefällt mir gar nicht, Bruder. Oh, das gefällt mir gar nicht, Bruder. Ah, Gott. Bro, der, wieso, oh, das hat mich gerade an eine Spinne erinnert. Das hat's nur noch schlimmer. Okay, Baby Siren Head. Was geht, Bro? Der winkt uns. Oh mein Gott! Unerwartet, der war okay. Hätten die da noch einen Jumpscare-Soundeffekt eingebaut, Bro, ich hätte mich zu Tode erschrocken. Aber zum Glück hat er es nicht gemacht, Alter. Vielleicht hat's mein Cutter gemacht und ihr habt euch jetzt erschrocken. Haha, so ein Ding jetzt hier, ne? Haha, Okay, es geht weiter. Dieses Mal sind... Oh mein Gott, Bro.
4 Sirenets, 5 Sirenets! Sie haben sich fortgepflanzt! Sirenet! 5 Stück! Junge! Baby Sirenet ist auch wieder da! Wieso Baby Sirenet, Bro? Imagine mal, irgendwie so Sirenets würden so... Oh, er ist runtergefallen. Ach, du bist doch so blöd, Alter, im Koffer. Okay, Opa, ihr habt da Wedel, der mit seinem Rüssel, Alter, aber ganz schön durchs Fenster durch hier. Also mit seinem, ihr wisst schon, halt, wie nennt man das Ding? Keine Ahnung, Mann. Aber ich muss schon sagen, Gruselfaktor ist ein bisschen runtergegangen. Früher war Siren Head schon ein bisschen gruseliger, ne? Also früher war schon so ein bisschen so, Digga, habe ich mich schon echt den einen oder anderen Haufen hier auf mein Bett gesetzt, weil ich mich, ich habe keine Angst gehabt. Jetzt ist schon eher so ein bisschen entspannt, ne? Also ich hatte das ganze Video, hatte ich noch keine Angst, glaube ich, ne? Warum guckt ihr mich jetzt so an, Leute? Alter, ihr wisst, ich habe keine Angst. Oh, wir sind in einem Dorf. Oh, die Atmosphäre gefällt mir schon mal wieder gar nicht, Bro. Gar nicht, Alter. Von diesen Kurzfilmen immer. Au, Backe, Digga. Oh mein Gott, Alter, wie groß dieser Dude ist. Junge, gib ihm Faust. Bäff, 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 Alter. Box den einfach in die Kniekehle, der fällt um. So ein Ding, Alter. Guck mal, diese Hände, Bro. Mashallah, was für Big Hands. Bro, da kann ich einfach am Kopf packen und hochtun. Ey, wir sind Spielzeug für den. Okay, Siren Head ist durchgelaufen. Alles gut, wir haben es überlebt. So, können wir jetzt bitte wieder nach Hause gehen? Oh, oh. Ist das wieder Baby Siren Head? Hä? Oh, oh. Ich hab nichts gesehen. Okay, Siren Head, es tut mir leid. Ich werde niemandem erzählen, dass es dich wirklich gibt. Ich nehme alles zurück, Leute. Er hat uns gesehen. Bro, ich dachte gerade schon wieder dieses kleine Quietschen und Dingsbums, so dass das dieser Baby Siren Head war, Alter. Aber nein, war nur der Papa. Der Papa ist Gomak, sagt ihr. Schnauzmarki mit deinem Rotzvideo, Alter. Okay, was kommt jetzt? Oh nein, Digga. Aber das sieht mir nach so einem Jumpscare-Clip aus. Bro, das sieht... Oh nein. Hä? Wie? Twerkt da gerade Siren Head für uns? Ich meine, Bro, wie... wieso? Geht's dir gut? Haben wir gerade Siren Head beim Twerken zugeschaut? Bro, was ist aus unserem Leben geworden? Hey, also ich weiß nicht, ob es gut ist oder ob es schlecht ist, dass wir alle ab heute sagen können, hey, wir haben Siren Head beim Twerken zugeschaut. Es ist gut, wenn man mehr aus seinem Leben erzählen kann, aber ich weiß nicht, ob es gut ist, dass ihr alle gerade Siren Head beim Twerken gesehen habt. Oh, Digga, den Clip kenne ich. Das ist mein All-Time-Favorite Siren Head-Clip. Weil der so creepy und gut gemacht ist. Das ist mein All-Time-Favorite, Bro. Der ist so krass. Vorstellst, du stehst da auf diesem Ding, ne? Oder ich würde mich so absolut gar nicht ein Ding. Ich hätte null Angst, weil es wäre so toll. Okay, aber jetzt haben wir noch. Ein Auto fährt. Guten Tag, hallo. Oh, Siren, das verfolgt dich, fahr schneller. Renn! Ja, okay, Bro. Siren Head läuft irgendwie in Zeitlupe. Digga, wieso läuft der so langsam? Bro, Siren, das geht's dir nicht gut. Hast du ein bisschen zu viel getrunken, hast du ein Bierli? Oder ein schönes Bierli nur im Biergarten getrunken? Oh, mei. Siren, Alter, ey. Bro, wie langsam der rennt, Alter. Er ist gegen die Brücke gelaufen? Wieso, hey? Hä? Das war das Video. Stabile Leistung. Ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen, das waren die neuesten und besten Siren-Head-Sichtungen. Absolut 10 von 10, grandios, mega spektakulär, Alter. Sehr, sehr coole Videos gewesen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, Leute. Und falls ihr Spaß hattet, lasst auch einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu seid, abonniert gerne den Kanal kostenlos. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich küsse euch herzlich. Danke an alle dabei sind. Marki Army, stärkste Army auf YouTube, Mann. Wir sehen uns morgen wieder oder so bei einem neuen Video. Klickt hier aufs letzte Video. Viel Spaß dabei. Auf Wiedersehen. Tschüss.